freue mich extrem, dass du dabei bist, dass ich dich gewinnen konnte. Und du bist jetzt auch die erste in der Reihe von einigen tollen Persönlichkeiten für meinen Visions of Change Video-Podcast. Ich habe mir gedacht, warum uns verstecken? Die Stimmen sind schön, aber wir wollen uns auch irgendwie ernannt sehen. Und Kathy, ich sage Kathy, weil ich finde das ein besonderer Name für eine besondere Frau. Du sagst immer Kathy. Soll ich dich Kathy nennen? Ich hab gefühlt 7 verschiedene Namen. Du kannst nennen, wie du möchtest. Okay, meine liebe Kathy Zimmermann, Kathy Zimmermann, ich freue mich extrem, meine liebe Freundin, dass du dabei bist heute. Und ich habe mir gedacht, was ist eigentlich das, also der Verbindungspunkt? Ja? Ich frage dich heute zum Thema Mindset. Wir sind eigentlich, naja, gute 10 Jahre hätte ich jetzt gesagt, befreundet. Aber für mich, was mich so beeindruckt hat, ist diese große Veränderung, die du gemacht hast in den letzten 2, 3 Jahren. Ich habe das Gefühl, dass dein Mindset einfach extrem positiv ist und du bist jetzt auch mega erfolgreich. Du warst vor ungefähr, was waren wir auf Ibiza, in meinem The Change Retreat, vor 2, 3 Jahren? Vor 3 Jahren hätte ich jetzt gesagt, ja. Würde ich auch spannend finden, ob du sagst, ja, da ist auch nochmal irgendwie was weitergegangen, das hat dir geholfen, dort mit zu sein. Aber das war so circa die Zeit, wo ich gespürt habe, dass in dir eine Veränderung passiert. Im Mind, im Mindset. Und jetzt als Präsentationscoach und mit deinem Online-Kurs, mich würde einfach interessieren, wie machst du das? Benutzt du Meditation als Tool? Das ist ja irgendwie so mein Steckenpferd auch. Und erzähl einfach mal, was hat für dich auch Mindset mit Gesundheit, mit Erfolg zu tun? Und ja, was sind so deine Tools? Und was sagst du Leuten, die jammern? Gott, wo fange ich an? Okay. Entschuldige, war ein bisschen viel, aber... Hört auf zu jammern. Nein. Genau. Wo fange ich an? Also du hast absolut recht. Wie gesagt, wir kennen uns sehr gut. Du hast viel Wandel miterlebt bei mir und seit 2, 3 Jahren, das kommt hin. Ich war schon immer, das muss ich sagen, ich war schon immer sehr positiv. Also das war ich so irgendwie von klein auf, obwohl ich auch sehr viele wirklich schwere, wie wir alle irgendwie, wir haben unseren Rucksack, schwere Erlebnisse in meinem Leben hatte. Aber trotzdem war ich immer so ein Kind der Leichtigkeit. Was ich sagen muss, ist aber, dass dennoch nicht immer alles gut funktioniert hat. Und ich habe früher immer gedacht, ja, wenn ich positiv bin und wenn ich leicht bin, dann muss ich auch eigentlich alles kriegen, was ich will. Oder dann muss der Erfolg ja eigentlich einstellen. Also die sagen das alles so, die Experten. Das war aber nicht der Fall. Und bei mir gab es dann so einen Wendepunkt, wo es mir privat eigentlich sehr schlecht ging. Das war auch nach einer Trennung, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und ich hatte einfach keine Lust mehr, irgendwie zu funktionieren. Also immer auch, ich hatte so den Hang, immer fröhlich dann zu sein. Eigentlich auch, wenn es mir nicht gut ging, nach außen hin. Ich glaube, das kennen jetzt auch viele, die das hören, immer eher Ja zu sagen als Nein, obwohl ich eigentlich gar nicht wollte. Also das zu mir selbst stehen, das ist so das, was nicht funktioniert hat, obwohl ich sehr fröhlich war. Und da war dieser Knackpunkt, dass ich gesagt habe, so, aus jetzt. Ich möchte einfach das machen, was ich machen möchte, um glücklicher zu sein. Nicht nur von außen, ja, nicht nur, sondern auch wirklich innen glücklich zu sein und inneren Frieden, heißt es schon, wirklich auch zu spüren und nicht eine tendenzielle Nervosität immer und diese Dinge. Und dann habe ich mit Meditation begonnen, tatsächlich. Ja. Also ich war ein Meditationsei, eine Jungfrau. Ja, ich habe überhaupt nie meditiert. Ich hatte überhaupt auch keine Ahnung, was es da so gibt. Und ein damaliger Freund von mir hat mir eine Meditation, die er selber gemacht hat, gezeigt. Es war eine Satguru. Werden auch wahrscheinlich einige kennen. Satguru-Meditation von 12 Minuten. Und ich muss das so dramatisch jetzt sagen, also diese Meditation hat mein Leben verändert. Diese Meditation habe ich 2-mal täglich, also ich bin eine Extreme, ja, von 0 auf 1000, dann 2-mal täglich über 2 Monate gemacht. Und nach 2 Wochen bereits habe ich Veränderungen in mir festgestellt, auch mit den Leuten, mit den Außen, wie ich mit meinen Problemen umgehe, aber auch mit einer tiefen inneren Dankbarkeit. Also ich habe da gerade angefangen, mein Business, von dem du gesprochen hast, das erfolgreiche Business des Coachings, der Auftrittstrainerin, aufzubauen. Also das mache ich ja eigentlich auch erst seit so 3 Jahren. Das kam alles in diese Zeit. Und das Coole war auch, dass mir die Meditation dabei sehr geholfen hat,
einfach weil ich mich connecten konnte mit mir, mit meiner Intuition, mit meiner inneren Stimme und auf einmal mir gedacht habe, hey, eigentlich könnte ich ja in diese Richtung gehen. Also nicht nur, dass es mich eigentlich beruflich dahin gebracht hat, wo ich heute bin, habe ich eine Dankbarkeit fürs Leben begonnen zu spüren. Also ich bin spazieren gegangen, bin stehen geblieben im Augarten, habe auf meine Beine geschaut und habe mir gedacht, Wahnsinn, wie mich die tragen. Also so ganz eigenartige eigentlich, unter Anführungsstrichen, Dinge, die mir davor so nie bewusst waren. Und das hat sehr viel dazu beigetragen, mich wirklich gesünder, würde ich jetzt so vielleicht gar nicht sagen, also jetzt körperlich, aber mental definitiv, mental gesünder, einfach besser, dankbarer, bewusster, was ist wichtig im Leben. Und schließlich und endlich auch, ich habe mich gefunden beruflich. Also ein riesen positiver Rattenschwanz, ja, eigentlich. Ja, sehr gut. Aber ich glaube eben, dieser Trigger ist diese innere Haltung und wirklich die Frequenz von dem Gefühl, wie du sagst, Dankbarkeit, vielleicht mit der Unterstützung von Natur, du sagst, der Augarten war wichtig, Spaziergänge, um dann eben von dem Aussenden und dieser positiven Gedanken und dem Empfinden dieser positiven Gefühle wie eben Dankbarkeit, Friede auf die körperliche Ebene auch zu wirken und eben auch in ja, die Ereignisse anzuziehen und zu schaffen oder Gelegenheiten, die muss man natürlich dann auch noch nehmen, auch vielleicht eben erkennen. Natur erkennen und sozusagen von innen nach außen diese Wirkung zu erfahren, damit die Dinge in deinem Leben dann überhaupt erstmal wertgeschätzt werden können und dann die Chancen genommen werden können, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil ja, wir nehmen so viele Dinge für selbstverständlich, unsere Füße tragen uns, das ist auch nicht für jeden so. Ein Glas Leitungswasser sage ich immer gerne, ja, und das ist auch nicht für jeden so. Und eben diese Dankbarkeit und die Fülle und auch vielleicht den Überfluss, in dem wir glücklicherweise hier leben, umso bewusster uns das ist, umso mehr können wir auch davon generieren und dann natürlich auch teilen, ja, wenn das auch, spielt ja auch eine Rolle. Was ich auch herausgefunden habe, was mir noch wichtig ist, weil wir in dieser sehr ja, geschäftslastigen Gesellschaft leben und ich mich selber in dieser befinde, also ich habe mir wirklich was Gutes aufgebaut in den letzten Jahren. Ich habe top Kundinnen und Kunden. Ich bin super dankbar und happy und auch stolz. Aber ich dachte immer früher, dass das zuerst kommt. Also ich habe den beruflichen Erfolg. Ich habe auch beim Fernsehen, beim Radio, auf der Bühne. Ich habe heute also wirklich noch super Erfolge in diesen Bereichen. Ja. Und dann bin ich glücklich. Also zuerst ist der Erfolg da. Und ich glaube auch, dass das für viele Leute so stimmt. Ja, also, glauben, ja. Und dann kommt halt der Rest, weil es uns ja gut geht. Und wenn es so gut geht, passt es eh. Ja. Aber bei mir habe ich dann im Nachhinein herausgefunden, war das, was ich davor so lange gemacht habe, in 16 Jahren Bühne und 4000 Sendungen und live und nicht live und schieß mich tot, war nur die Vorbereitung. Es war ein Teil, es war die Vorbereitung, um besser dann on the long run zu mir zu finden über verschiedene Tools wie Meditation, um dann eigentlich erst in das zu schlüpfen, in dieses Potenzial, wo ich jetzt bin, um anderen Menschen bei ihren Auftritten und Texten zu helfen. Und das habe ich erst mal verstehen müssen, dass es sehr wohl darum zuerst geht, in dieser funktionierenden Gesellschaft, dich selbst mit dir selbst zu füllen, wirklich hier in diese innere Balance, die so abklutscht ist, das Wort teilweise schon, aber es ist nun mal key, ja, in diese innere Balance einfach zu finden, obwohl kein äußerer Erfolg stattfindet, obwohl ich keine Beförderung gekriegt habe, obwohl ich nicht den Fernsehjob jetzt gekriegt habe, also ohne diesen äußeren Dingen, mit sich so happy zu sein, dass du in der Natur spazieren gehst und den Baum anschaust und fast zum Heulen beginnst, also solche Sachen sind mir dann auch damals passiert, das war Key und dann umgekehrt darauf den Erfolg aufzubauen. Das war zuerst zu sein und dann zu auch vielleicht zu bekommen, zu werden. Ja. Aber dieses Sein und das Spüren eigentlich zuerst zu installieren. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man mittendrin steckt in irgendwas Schwierigen, ist es natürlich total, woher soll ich das jetzt finden? Aber eben gerade in diesen
ich sage mal, einfachen Dingen oder die wir als selbstverständlich eben nehmen, die es aber nicht sind, die aber vielleicht hier zu Lande jeder zur Verfügung hat und jeder. Ich kann mich an diesen Punkt noch erinnern bei dir, als wir auf Ibiza an der wunderschönen Terrasse mit Pool gesessen sind am Change Retreat und wir irgendwie gesagt haben, es war einfach alles eine Vorbereitung und es waren vielleicht so parallele Welten und Wege, die du beschritten hast, die jetzt einfach zu einem zusammenführen. Also dieses, okay, man muss das Leben nach vorwärts leben, aber kann oft nur rückwärts verstanden werden. So ein bisschen. Absolut. Und kannst du uns später dann einen Link vielleicht auch für diese eine entscheidende Meditation schicken? Das ist bestimmt auch spannend, was das genau war. Wie ist es momentan? Also ich spreche sehr gerne von der Meditationsroutine auch, um dieses Mindset eben zu bekommen, weil es natürlich wieder Übung macht, die Meisterin. Ich habe eben dieses in der Früh meditieren, am Abend meditieren. Was sind das so deine Routinen momentan? Hast du eine? Was mich auch interessieren wird, wann musst du sie über den Haufen werfen? Bei mir ist zum Beispiel, na gut, in der Früh, wenn das Baby gerade einmal ordentlich in die Windel, dann ist es schwierig, da gleich zu meditieren, gebe ich zu. An allen anderen Tagen geht's. Ja, kommt ein bisschen auf den Kackrhythmus der Kinder an. Wie ist das bei dir? Was ist deine Routine und wann darf sie auch einmal über Bord geworfen werden? Also mittlerweile, ich habe gerade wieder eine Zeit, interessanterweise, in der ich regelmäßig moderiere, wollte ich jetzt gerade sagen, auch meditiere. Genau. Und zwar, das ist jetzt aber eine andere Meditation. Also das Interessante ist auch, wenn ich die jetzt machen würde von vor 3 Jahren, stelle ich fest, da bin ich draußen. Ja, also es gibt auch einfach so Zeiten für bestimmte Sachen und Meditationen. Ich mache jetzt eine Urvertrauensmeditation gerade, um einfach mehr, ja, auch einfach wieder mehr, gerade im Stichwort Indonesien. Also ich bin ja am Abschwung nach Bali und da begleiten mich Ängste und da denke ich mir, wäre so eine Urvertrauensmeditation nicht schlecht. Die mache ich jetzt so seit 1,5 Wochen für den nächsten Monat. Das gefällt mir gerade sehr. Und da nehme ich mir vor, das auch in der Früh zu machen, weil ich das prinzipiell eigentlich für mich auch am besten finde, den Tag so zu starten. Gelingt jetzt aber auch nicht immer. Und es ist auch okay. Also ich geißle mich da nicht und schimpf und sage, du bist so blöd. Ich sage ganz ehrlich, wenn ich um 9 am Laptop sitze oder um 8:30 und coache, digital jetzt in dem Fall, und dann der Hund mich schon mit großen Augen anschaut, dann gehe ich mit ihm halt 2 Stunden raus und denke mir, Meditation. Stimmt, meditativ in der Natur, absolut richtig. Ja. Weißt du, was total lustig ist? Entschuldigung, ich muss dich kurz unterbrechen. Eine technische Sache. Manchmal, vorher hatten wir einen Test, dass das Bild einführt. Jetzt ist es so, und das finde ich auch energetisch lustig, wer weiß, was das ist, dass das Bild manchmal so hin und her springt und du so machst. Und es ist eigentlich total cool. Es schaut wirklich lustig und cool aus. Und es ist einfach so eine Bewegung. Okay, weil ich glaube natürlich auch eine Bewegung. Ich weiß, du tanzt auch gerne. Das sehe ich auch ganz, ganz oft bei dir auf Insta. Das ist bei uns auch so eine... kann auch eine Morning Routine sein. Ne? Absolut. Also es gibt, ich glaube, man darf alles. Wichtig ist, dass man was findet. Das ist nicht immer so leicht. Also um jetzt wirklich das Sport etwas zu finden, was einem wirklich gefällt und nicht halt es zu machen, was alle machen. Zum Beispiel Laufen. Und ich hasse Laufen, welches überhaupt, was ich für mich implementieren könnte regelmäßig. Aber Meditation liebe ich. Ich mache auch hier zu Hause immer ein Yoga-Workout. Ja, immer mal wieder mit dir, immer wieder mal auf YouTube, immer wieder mal einfach nach eigenem Flow sozusagen. Also ich muss mich ab und zu schon bewegen und durchbiegen, das fehlt mir sonst, das merke ich auch als Tänzerin früher, ganz früher, habe ich das Gefühl teilweise, dass ich sonst wirklich, also dass ich verkomme, jetzt blöd gesagt. Also nein, man wird unflexibel. Ja. Unflexibler Körper, unflexibler Geist. Ja, richtig, genau. Aber ich glaube, das Stichwort ist auch die Freude einfach, ne? Dass man was findet, was einem Spaß macht, was einem Freude macht, was einem auflädt. Das kann ja auch was ganz Unterschiedliches sein. Ein Freund von mir zu und weil jetzt hat sich genug... Live tot im Podcast. Nein! Soll nicht sprechen und drehen. Warte, ich war auch. Der hat gesagt, bügeln ist es für ihn. Wer? Ein Freund von mir. Der bügelt als Meditation. Also ich habe ihm gesagt, er kann gern zu mir kommen. Gell? Mir auch.
Nein, aber das ist es eigentlich. Und Kaffee tatsächlich, an dem ich mich jetzt gerade verschluckt habe. Also das ist auch etwas, nichts Körperliches, keine Abhängigkeit. Ich werde auch nicht wach davon. Das ist auch mental. Das ist so, ja, den will ich einfach. Ja, Kaffee kann auch Gemütlichkeit sein. Warum Bali? Warum Bali? Eigentlich guten Kaffee? Dort gibt es auch guten Kaffee, aber es geht doch sehr in die Richtung, worüber wir jetzt eigentlich die ganze Zeit gesprochen haben. Also wenn du so einen großen Schritt wagst, denkst du dir, okay, das Land muss möglichst gut zu mir und zu meinem Lifestyle passen, den ich führen möchte. Ja. Und ich sage jetzt Dubai zum Beispiel, also da muss ich grün werden, da muss ich 3 Stunden am Baum suchen, wir haben Hunde, das ist alles so, also da gibt es nicht mal einen Park. Und deswegen, nach längeren Gesprächen, also mein Freund und ich, wir meditieren gern, wir sind spirituell, würden wir jetzt eben mal sagen, wir machen gerne Yoga, wir sind beide mittlerweile Liebhaber der Ruhe, also klar geht man ab und zu auch mal weg, aber so das generelle Feeling ist eher weg vom Trubel, das ist auch hier in Wien schon so gewesen. Wie gesagt, wir haben einen Hund hier, den ich mit nach Bali nehme, es gibt aber auch schon einen kleinen geretteten Hund in Bali und jetzt alles zusammengenommen passt diese Insel einfach jetzt mal zu uns. Für wie lange weiß keiner, muss ich auch jetzt nicht wissen. Aber für genau, das ist diese Vertrauensgeschichte jetzt. Ganz genau. Es ist eh gut, wenn man Ängste hat, einfach ins Urvertrauen zu gehen, zu schauen, da reinzukommen, aber natürlich auch die Angst, ich meine per se, ursprünglich war sie ja auch was Gutes, dann kann man davonrennen vom Säbelzahntiger und auch zu schauen, okay, was steckt da dahinter, das ist ja bestimmt auch gut. Geht es in deinem Online-Kurs auch um Mindset? Das ist ja eigentlich fürs Präsentieren auch gedacht, authentisches Präsentieren. Wie bist du das angegangen, den Kurs? Und was ist das so, ja, das, wo du sagst, jetzt auch für unsere Zuseher, Hörerinnen, das könnte was für euch sein? Also ja, Mindset ist ein Teil meines Kurses, weil wie du gerade richtig gesagt hast, wenn ich innen nicht klar bin, wie soll ich überhaupt irgendwas wirkungsvoll nach außen präsentieren? Also ich glaube, das spürt sich. Ja. Das Traurige ist aber, dass die Leute sich immer nur auf die Präsentation am Tag X fokussieren, ja, und das Ganze davor und da drin nicht machen wollen und sich dann wundern, warum das mit dem Sprechen vor anderen nicht so gut funktioniert. Und präsentieren, meditieren, wurscht, was du im Leben machst, hat ganz viel mit Üben zu tun. Wir müssen es üben, um besser zu werden, um eine Regelmäßigkeit hineinzubekommen. Und vor allem auch, um unser Gehirn umzuprogrammieren, sage ich jetzt mal, aufgrund. Absolut. Ja? Und auch um die Angst zu verringern, sage ich jetzt. Ja? Absolut. Genau. Und die Angst beim Präsentieren ist ein Riesenthema. Ja. Aber jetzt gar nicht eigentlich so. Also ich hatte in den letzten 3 Jahren knapp 1000 Coachingstunden mit Top-Unternehmerinnen und Unternehmern und wirklich ganz tollen Leuten, die alle extrem selbstbewusst sind durch ihren Job, ihre Position. Und dann, wenn es aber um dieses eben natürliche Brabbeln vor anderen, egal ob du jetzt im Vorstand sitzt oder der Chef, dann das einfach verlieren und so klein mit Hut werden und total unfähig, Entschuldigung, jetzt im Sinne von inkompetent wirken, obwohl sie Experten sind. Und da gehe ich eben sehr, sehr stark hinein, eben gezielte Übungen, auch Richtung Mindset, auch natürlich aber ganz viel mit Präsentationstechniken, wobei ich mich da nicht so an die Alten gerne anlehne, also diese ganzen Sachen mit, du musst so und so das sagen, um gut anzukommen und du musst so und so dastehen, um diese Wirkung zu erzielen, davon halte ich ja überhaupt nichts, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also bei mir, weil du gefragt hast, wer sich angesprochen fühlt, ich weiß, dass heutzutage jeder zweite, dritte präsentieren muss im Job. Es gehört immer mehr dazu, immer mehr. Ja. Online, real life, you name it, ganz wurscht. Und die Angst vor dem Präsentieren ist nicht unbedingt die des Lampenfiebers.
Das ist ein Missverständnis. Alle glauben immer, jeder hat Lampenfieber. Klar sind wir nervös, aber das ist nur ein kleiner Teil. Die ursprüngliche Angst ist die, du selbst zu sein vor anderen. Das ist das große Problem. Wir trauen uns nicht, gerade im Business-Kontext, den ich stark bediene, vor anderen wir selber zu sein, wenn wir erzählen. Weil was denken die anderen, wenn ich so und so bin? Hat das auch damit zu tun, dass man so direkt angeschaut wird? Auch, ja. Also das direkte Anschauen vom Publikum triggert einen Fluchtmodus. Also ich bin ja auch so lange als Musikerin auf der Bühne gestanden. Mir war es immer lieber viele Leute, ne? Weil dann ist es mehr so ein Boah. Ja, mir auch. Das ist das Direkte. Und das ist schwierig dann, wenn es, glaube ich, bei einem Meeting vor jetzt 100 Leuten oder so bist. Ja. Dann schaut jeder direkt. Ja, na klar. Und wenn du dann nicht sicher weißt, was du sagst, na dann danke. Genau. Und genau, das sind so die Themen eben bei mir auch. Also Mindset, Selbstbewusstsein, Präsentationstechniken, Storytelling, ja. Notfallszenarien, die in meinem Kurs zusammen mit dir ausgearbeitet werden. Ganz ein großer Punkt und dann wirklich auch üben, ja, weil nochmal ohne Üben geht einfach nichts. So ist es und auch in der Meditation und natürlich auch beim Präsentieren. Ich nehme mal an, von deiner Homepage kommt man direkt hin. Genau, also Info dazu gibt es auf der Homepage katizimmermann.eu, also eine Wurst, .eu. Aber eigentlich fast noch mehr, ich gebe zu, meine Webseite ist zwar toll, aber sie ist jetzt nicht so lebendig wie natürlich die Social-Media-Kanäle, wo sich bei Tag was tut. Ja. Also am besten einfach auf Instagram oder LinkedIn gehen und dort findet ihr alle Informationen auch zu meinem neuen E-Book und zum Kurs, die du brauchst. Genau. Habe ich mir auch schon durchgeschaut, damit ich heute möglichst entspannt mit dir quatsche. Jetzt schaue ich gerade dann noch auf meinen Schummelzettel, dass ich hier nichts Wichtiges vergesse, dich zu fragen. Ich wollte natürlich auch noch sagen, für alle, die das interessiert, erstens einmal Schwerpunkt Präsentation eben bei der Kathi, wenn ihr Meditationen machen wollt, auch eben Stichwort Mindset, Meditation einfach mal lernen, das geht natürlich immer direkt bei mir und auch in der thechange.vision/academy. Ich habe auch so einen lustigen Kurs aufgenommen letztes Jahr und freue mich natürlich auch auf den Socials, auf Feedback und Kontaktaufnahme. Und jetzt noch was Persönliches zum Schluss. Also wenn du dann auf Bali bist, dann kommen wir, weil Dominik hat gesagt, na, er möchte, also wir sind ja die Durchbrenner, so Hochzeit oder so, wenn das einmal stattfindet, dann er möchte ja unbedingt am Strand und so, also vielleicht wird das dann so. Kommst zu uns, wir beherbergen euch und den Reis schmeißen. Genau, und ich wollte gerade sagen, und die Hundsis bringen dann die Ringe und meine Kinder streuen die Blumen und weiß ich nicht, was da. Wir haben jetzt schon 7 Leute involviert. Ohne Einladung. Genau. Ja. Genau, das ist fürs Durchbrennen genau die richtige Menge. Jederzeit sehr herzlich willkommen. Ja. Na, ich wünsche dafür toi, toi, toi. Auch speziell in dieser ganzen Covid-Chaos-Zeit. Ich glaube, das ist für uns alle urwichtig, auch wenn wir nicht präsentieren, für uns selber den Verstand nicht zu verlieren, sondern den Verstand zu beherrschen, wie ein Reiter mit dem Pferd, eine Union zu sein, wie ich immer gern sage. Und ja, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mit dir heute das Interview machen durfte und dass wir uns so auch nochmal kurz sehen, bevor es dann bei dir losgeht. Und hast du noch entscheidende Punkte? Auch mal ganz lieben Dank, Diana. Du schaust fantastisch aus. Die zweifache Mami. Ohne was? Ohne Schlaf, ja, und ohne Filter. Das geht ja hier auf Zoom nicht. Ja? Nein, du schaust fantastisch aus. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich dich habe in meinem Leben, auch wenn wir uns nicht so oft sehen, aber das hat damit ja eigentlich auch nichts zu tun. Und ich glaube, wir müssen gar nicht mehr viel sagen, außer einfach wirklich versuch, dich zu trauen, zu dir zu stehen, egal ob beim Präsentieren, ob in der privaten Beziehung, ob im Gespräch mit der Mama. Es ist einfach so wichtig und erst dann stellt sich wirklich, so dramatisch es klingt, diese tiefe innere Zufriedenheit und diese Glückseligkeit. Und alles andere kommt dann.
Genau, das ist auch für mich, ja, jeden Tag, ja, danke für diese Erinnerung. Das ist einfach das Wichtigste. Authentisch einfach zu mir zu stehen und egal, was alle sagen, es ist wichtig. Und es gilt für uns alle.